Anlageberater. Erstmal möchte ich mich wirklich herzlich bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, die mir gezeigt haben, ich bin wirklich nicht alleine im Space. Das ist nicht selbstverständlich so etwas gewesen. Aber man muss auch immer wieder bedenken, ich bin im Endeffekt, auch wenn ich schon seit ein paar Jährchen online bin und euch immer wieder helfe oder so gut es geht, helfe mit Rat und Tat, ich bin immer noch ein Fremder. Und dass ihr so etwas gemacht habt, Leute, vielen, vielen Dank. Es hat mir wirklich sehr weit geholfen. Jetzt ist zwar mein Konto auf komplett null. Ihr wisst ja, ich habe immer so einen kleinen Puffer, den habe ich auch komplett aufgebraucht. Und was mich wundert, ganz ehrlich, warum sind die Kurse hochgegangen? Sage ich ganz ehrlich, ich habe gekauft, kurz eine Stunde bevor das hochgepumpt worden alles ist. Aber gut, wir sehen, es wurde mal wieder kräftig gepumpt, aber das hat nicht zu bedeuten, dass irgendwas in Richtung Bullenmarkt ist. Das sage ich ja schon die ganze Zeit. Genießt diese Situation. Es könnte auch noch ganz schnell wieder runtergehen. Von daher einfach entspannt bleiben und wir schauen mal, was die nächsten Tage, Wochen und Monate uns eben halt bringen. Das heißt nicht, dass der Markt jetzt natürlich gravierend nach oben klettert, sondern einfach nur ein Pump. Der kann morgen auch wieder ganz schnell runtergehen. Das Bitcoin zum Beispiel jetzt, wo 6,52% steht, seht ihr natürlich nicht. Seht ihr jetzt hier, meine ich, die Ecke, könnte morgen auch wieder minus 10% stehen. Deswegen einfach genießen und entspannt bleiben. Das ist das Wichtigste überhaupt. So, meine Lieben, aber ich habe ein bisschen geilen Shit für euch. Über XRP, XTC, XTC sogar mal. Dafür danke CryptoBert. XTC Network Token springt sprunghaft an, da US Treasury Yield Token debütiert. Der heutige XTC-Preisanstieg ist auf den heutigen Start eines tokenisierten US Treasury-Angebots im XTC-Netzwerk oder Network zurückzuführen. Das war es auch schon. Was soll ich dazu sagen? Von daher, US Treasury Yield Token im XTC-Netzwerk. Ein Marktplatz für private Schuldtitel und reale Vermögenswerte mit Sitz in Großbritannien gab am Dienstag bekannt, dass er ein tokenisiertes US Treasury-Angebot auf dem Layer-1-Blockchain von XTC-Netzwerk gestartet hat. Die US Treasury Yield Token, die professionelle Anleger auf dem Yield Plattform von Trade Deck zur Verfügung stehen, sind Blockchain-basierte Darstellungen von Anleihen an einem börsengehandelten US-Staatsanleihenfonds. Ist das nicht krass? Tokenisierte Sachen kommen immer mehr und ich sage euch ganz ehrlich, das ist die Zukunft. Es ist die Zukunft und sie ist gestartet. Natürlich, jetzt sagt jeder, ja, das hat ja nichts mit XRP zu tun. Nein, natürlich nicht. XTC gehört natürlich auch zu einem der Top-Coins, wo ich denke, da kann man wirklich einiges dran verdienen später. Ob das so kommt, müssen wir sehen. Aber ihr seht, es ist schon mega, muss ich sagen. Es ist schon mega, was da abgeht. Und klar, warum sollte dieses Netzwerk nicht dadurch hochgehen? Oder der Coin eher, Token eher gesagt, ist ja ein RC20-Token, wenn ich. Nee, gar nicht. Die sind ja eigenständig. Das ist ja ein Coin eigentlich, nicht Token jetzt. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, würde so eine Nachricht bei XRP kommen, würde es null bringen. Das garantiere ich euch. So, XRP, jetzt an neuer Börse verfügbar. Noch eine Listing von XRP. Linear Finance. Das dezentrale Finanzprotokoll DeFi gab am Montag bekannt, dass es XRP, die mit dem Blockchain unter dem Ripple verbundenen Kryptowährung, auf seiner Handelsplattform gelistet hat. Geil, Leute. Einfach nur geil. Da seht ihr wieder, es muss sich keiner irgendwie Sorgen machen, dass XRP ein Wertpapier ist. Von daher, immer locker bleiben. Ripple feiert offiziell XRP-Sieg gegen SEC in New York, wie versprochen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass Brad Geilinghaus damals gesagt hat, oh, weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren glaube ich, wenn wir es schaffen, den Sieg über die SEC zu erlangen mit XRP, dass es kein Wertpapier ist, machen wir eine große Feier in New York. Ja, ist schon krass, gerade in New York, weil da ist der Hauptsitz der SEC, ne?
Ripple hatte einen offiziellen Termin bekannt gegeben, um seinen juristischen Sieg gegen die SEC zu feiern. Das führende Blockchain-Unternehmen Ripple Labs hat angekündigt, nach seinem juristischen Sieg gegen der Securities and Exchange Commission eine feierliche Siegesfeier zu veranstalten. In einem gestrigen Tweet teilte Ripple mit, dass das erwartete Ereignis am 29. September 2023 im Herzen von New York City stattfindet. Finden wird. Ripple versprach, diese Woche weitere Details zu dem Ereignis bekannt zu geben. Naja gut, wer Lust und Laune hat, kann ja am 29. drüber fliegen und schön feiern. In ähnlicher Weise ging auch der CEO von Ripple, Brad Gelinghaus, zu X, um das Ereignis anzukündigen. Wie versprochen, es ist Zeit, eine richtige Siegesfeier, sagt er. Von daher, ihr seht, die sind alle aus dem Häuschen und schauen wir mal, was noch bevorsteht. Von daher ist eigentlich eine geile Sache. Sie halten sich tatsächlich daran. Ripple VP sagt, dass die nächsten 2 Jahre ein Wendepunkt für die Masseneinführung von Kryptowährung sein könnte. Gut, dafür muss ich nicht Vice President sein, also Vizepräsidentin sein von Ripple. Das sage ich ja auch, aber okay. Eine Führungskraft von Ripple hat einen prognostizierten Zeitplan für die weit verbreitete Einführung von Kryptowährungen und Blockchain-Lösungen angegeben. Kürzlich sagte Emil Yoshikawa, Vice President of Corporate Strategy bei Ripple, dass die nächsten 2 Jahre ein Wendepunkt für die Massenakzeptanz von Kryptowährungen sein könnte. Yoshikawa drückte diese Meinung aus, als er Fragen, ob von Diskussionsteilnehmern bei Ripple Konsens SUS beantwortete. Eigentlich sie. Aber ist klar, er. Das kennen wir schon. Basierend auf Daten betonte der Ripple-Vizepräsident, dass die Branche den Einsatz von Blockchain und Krypto nicht mehr in Frage stellt. Stattdessen hat sich der Fokus darauf verlagert, das Wann und Wie der Krypto-Integration zu bestimmen. Es ist also klar, dass es nicht mehr die Frage ist, ob richtig. Es ist eher eine Frage des Wann, Wie, bemerkte sie. Die Skepsis gebe es ihrer Meinung nach jedoch nicht mehr. In ihren Worten, als ich vor 7 Jahren anfing, bei Ripple zu arbeiten, gab es noch viele Skepsis und die Frage, ob die Zahlungsverkehrsbranche wirklich Blockchain und Krypto braucht. Aber diese Frage hören wir nicht mehr. Nein, es ist ja auch ganz einfach. Die Finanzwelt ist am Boden, muss man sagen. So wie das jetzt läuft, oder auch damals, ist eine Katastrophe. Es kann ja nicht sein, dass es schneller ist, Geld zu transferieren, indem du oder ich jetzt einen Koffer voller Geld nimmt, da wo wir was gekauft haben, dahin fliegen und ihm das persönlich in die Hand drücken, wenn wir grenzüberschreitende Zahlung machen würden, als wenn wir zu unserer Bank gehen und sagen, hier, ich möchte es zum Beispiel nach China schicken. Da bist du schneller, wenn du einen Koffer nimmst und da immer rüberfliegst. Von daher, es wird geil die nächsten 2 Jahre. Aber nicht nur jetzt, was XRP betrifft und Ripple, sondern die komplette Blockchain-Welt wird wirklich sowas von krass sein. Da müssen wir einfach nur geduldig bleiben. Ripples UBRI-Initiative, Optimieren des XRP-Ledger-Banking-Interface-Prototyps. Kürzlich machte Rothoff, ein bekannter XRP-Protokollist, mit einem Tweet auf ein faszinierendes Update zur UBRI-Initiative von Ripple Labs aufmerksam. Er teilte mit, dass die Universität of Waterloo eine interessante Bilanz vorweisen kann. Die jüngste Forschung zur digitalen Zentralbankwährung auf der Grundlage vom XRP-Ledger zeigt. Sie erwähnt die Entwicklung eines Prototyps für eine Bankschnittstelle, der auf der UBRI Connect 2023 vorgestellt werden soll. Da bin ich ja gespannt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wann die startet, aber da bin ich echt gespannt, was da kommt. Kanada scheint ein Zentrum für bedeutende Fortschritte zu sein. Ja, das ist wohl wirklich wahr. Ein Blog-Eintrag von Ripple Labs vom Juni 23 gibt weitere Einblicke. Oh, Kanada, indeed. Ripple unterstreicht weiterhin sein Engagement für die Förderung von Talenten und Innovationen in der kanadischen Region, insbesondere im wachsenden Kryptozentrum Toronto. Professor Andreas Werneris von der Universität of Toronto kommentierte,
Ich verfolge Ripple schon seit einem Jahrzehnt, da sie von Anfang an Pioniere der Blockchain-Technologie waren. Die Bereitstellung eines XRP-Ledger-Validators entspricht unseren Zielen, die Aufklärung über den dezentralen XRP-Ledger zu fördern. Es stärkt auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademika für ihr anhaltendes Engagement zur Förderung der gesellschaftlichen Wohlergehens. Naja, da kann man sich drüber streiten, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Ripple macht wirklich wahnsinnig viel, ne? Also es ist nicht so, dass sie mit ihrem Hintern einfach da bleiben und gar nichts tun. So, meine Lieben, das war's schon wieder. Schauen wir mal, was ihr mir geschrieben habt. Muss mal eben das noch ein bisschen vergrößern. So, wo haben wir denn angefangen? 2020, ne? Ich grüße euch natürlich alle. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Besser als mir vielleicht. Obwohl, heute geht es mittlerweile. Es ist schon viel besser geworden. Muss man eben nochmal Schmerzmittel nehmen. So. 23. Heute geht es in die Spendenrunde Nummer 2. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ihr habt wirklich so viel getan für mich. Das reicht. Das reicht absolut. Das reicht absolut. Oh, ich muss mal eben Licht anmachen. So, es reicht. Das ist mir schon sehr unangenehm gewesen, auch wenn das wirklich ja von vielen vom Herzen auch kommt oder von allen, sage ich mal. Aber nein, nicht weitermachen. Alles gut, so wie es ist. Qualmes, erster, Alex, MC, ach du Schande. Die, ja, möchte ich nicht drüber reden jetzt über die, das Ding, ne? Weil offiziell soll ich nichts mehr sagen, weil sonst gibt es wieder Haue. Exhibition, Servus, Nopetzi, hey MC, Tribun, grüß dich, Nopetzi, hey, Ottoran, grüß dich, Marcello und die ganze Mannschaft, Sing Lee, hey MC, Wildfuchs, hey MC, Friedel, grüß dich, R2D2 Blin, hi MC, Drini, hallo MC, Clemens, moin. Ach ja, jemand hat mich gefragt, ob das jetzt der Schluss war bei mir. Ich kann nur sagen, nein. Die meisten sind ja wirklich schon seit Jahren bei mir und ich habe damals auch schon gesagt, wir beginnen die Reise zusammen und wir werden die auch zusammen beenden. Selbst sowas bringt mich nie aus dem Konzept und sagt, oh nee, scheiße auf Kryptowelt. Um Gottes Willen, es geht weiter. Es geht viel weiter. Mike, grüß dich MC und alle. XRP Heiko, guten Abend zusammen. MC, hoffentlich jetzt ein wenig den Schock überwunden. Er überwunden noch nicht, aber es ist schon besser. War auch heute schon arbeiten wieder und ich habe mich ein bisschen ablenken können auch. White Fox, moin Meister. Qualmes, abonniert mit Prime zum 7. Mal schon. Dankeschön. Heute hast du gekauft, dann geht's morgen runter. Ne, normalerweise dürfte dieser Anstieg gar nicht sein. Das habe ich ganz ehrlich in meinen ganzen Jahren, wo ich in der Crypto-Space drin bin, zweimal bisher nur erlebt. Ich kaufe und es geht so hoch. Normalerweise geht es so runter, aber nicht so hoch. Johannes, hallo Fremder, wir mögen dich halt so sehr. Auch Hallöchen an alle Lieben in unserer XRP-Familie. Danke, Johannes. Hörer, Grüße an alle. R2D zu blind, hast noch geschafft, was zu holen, hoffe ich. Ja, ein bisschen habe ich mir jetzt schon geholt. Kirch, hallo MC, Grüße an alle. UK, war doch Prozessgewinn. Grayscale gegen SEC. Heute hoch bis Freitag wieder alles verpufft. Ja, natürlich, wir sind ja auch nicht in der Marktsituation, dass wir hoffen können oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir jetzt einen Anstieg von 2-3 Wochen haben. Das ist noch lange nicht. Das ist nur ein kurzes Aufblühen und dann, ja, entweder bleibt stehen oder es verpufft wieder, ne? Wildfuchs, hier ist schon eine echt geile Community, ja. Sage ich immer wieder, ihr seid geil. Ihr seid echt das Geilste, was hier überhaupt rumläuft. Wenn ich so andere Communities sehe, da schüttel ich nur den Kopf, heb die Hände über den Kopf, da denke ich mir mal, alter Schwede. Aber hier ist echt die Creme de la Creme in meinen Augen. War ja vorher schon. Kufox, hast du eine Nachricht bekommen zu den Kryptos? Nein. Nein, die sind weg. Die kann ich vergessen. Ich habe sie teilweise zurückverfolgt, aber allein meine XRPs sind jetzt schon auf 15 Wallets gewesen und laufen weiter rum. Das kann man ja zurückverfolgen.
Und bis die dann vielleicht stoppen, keine Ahnung, wie lange das dauert. Das kann ich vergessen. Bitsi, hey zusammen, grüß dich. Johannes, ich habe gestern Nacht nur eine Stunde mit Mitch gedöst, da er mich einfach beruhigt. Wenn er bei mir ist, danach ist er aber an das Fußende und ich war wach, weil ich durchgehend an dich denken musste. Musst du nicht, alles gut. Wenn dir unser Oberguru so etwas passieren kann, ich möchte nicht erleben, wenn einem von den Leuten, denen ich XRP näher gebracht habe, auch so etwas passiert und sie kurz vor dem Ziel ihre Coins verlieren würden. Oder auch ich, wie soll ich das denn ein weiteres Mal verkraften? Das wirst du. Das wirst du verkraften, so wie jeder andere auch. Weil wir das dann zusammen durchstehen, diesen Scheiß. Keine Panik. Johannes, MC, du hast vielleicht bemerkt, dass ich noch nichts gespendet habe. Nö, ich achte da nicht drauf. Es ist auch nicht nötig, ne? Ganz ehrlich, alles gut. Obwohl ich es versprochen habe, ich habe momentan noch zu wenig Geld auf dem Konto oder spätestens auf den 8.9. Nee, dann lass es doch. Werde ich dir auch meine Spende zukommen lassen. Den Versprochen ist versprochen. Und wird auch nicht gebrochen. So kann auch ich dir etwas zurückgeben von dem, wo ich durch dich lernen durfte. Da nicht für ich, das ist umsonst bei mir. Background. Hey MC und alle XRP-Kranken. Wir bleiben weiter investiert und zuversichtlich. Ja. Johannes, wie siehst du das mit dem Siegesfeier von Ripple am 29.09. und den Start von ODL-System am 1.10.? Also, dass ODL im Bankbereich am 1.10. startet, weiß ich nicht. Das wäre selbst für mich zu früh. Das ist nicht der 20. Möchte aber nicht abstreiten, dass es vielleicht damit irgendwas zusammenhängen könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass dann Brad Garlinghouse, Chris Larsen und David aufs Podium da vielleicht gehen und schön besoffen erstmal einen trällern und dann den Knopf einfach drücken. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas kommt, aber eigentlich. Der 1.10. wäre zu früh eigentlich. Aber warum nicht? Aries, hey MC und XRP-Familie. Das andere werde ich nicht vorlesen, die Bildchen. XRP-Heiko, anonymer Ripple-Wahl, kaufte 425 Millionen XRP für den Gegenwert von 220 Millionen US-Dollar frisch. Und der unbekannte Ripple-Anleger, der die eigenen XRP-Bestände auf. Die Gelder waren demnach von der niederländischen Börse Bitwarvo zu einer Cold Wallet geflossen. Vermutlich für den langfristigen Lagerung der Coin. Meldung von gestern. Ich würde mal nicht sagen Ripple-Anleger, aber ganz ehrlich, wer kauft für solche Summen XRP-Münzen? Wer? Es ist Ripple gewesen. Ganz eindeutig. Wahrscheinlich, weil sie wieder zu wenig Coins hatten für die Liquidität. Wahrscheinlich, oder sie erwarten einen höheren Verwendung und dafür brauchen sie höhere Liquidität und deswegen brauchen sie die Coins. Das glaube ich eher. Aber warten wir ab. Klar, es könnte auch ein Anleger sein, der eben Spesenkonto von 220 Millionen US-Dollar rausgegeben hat und aber gut, warten wir einfach, ne? Aries, hey MC, wie geht's dir? Es geht mir schon viel besser. Maximus, hallo Maestro, hallo Tribun, hallo an die geile Gruppe. Ich habe euch schon vermisst. Okay. Rob Rob, hallo an alle. Oh, das ist so langweilig, ne, Rob Rob? Normalerweise höre ich immer viele Grüße aus dem LKW. Jetzt hast du Urlaub und jetzt kommt ein Hallo. Ist doch doof. Huwal, hallo, MC. Ich hoffe, geht dir gut. Alles wird gut. Ja, das Problem, was ich nur habe, ich werde wahrscheinlich die 20.000 XRP natürlich nicht wieder zurückschaffen. Außer vielleicht Ripple braucht, ich sag mal, 2 Jahre, bis sie vielleicht starten. Aber im Grunde genommen, das stört mich am wenigsten. Ich habe noch ein paar XRP. Also das ist nicht das Problem. Von mir aus, wenn es um XRP geht, können sie trotzdem starten. Chris for Crypto. Hey Marcello, mein Guter. Magst mal erzählen, warum der Stream von gestern raus ist? Hab nur einen Teil davon mitbekommen, aber das hat auch gereicht.
ganz übler Mist ist da gelaufen und tut mir sehr leid. Gibt es etwas Neues bezüglich deiner Coins bzw. Token? Nein, die sind definitiv weg. Und ja, ich habe Nachricht bekommen, dass ich die Streams lieber löschen sollte auf beiden Plattformen, weil sich ein Unternehmen beschwert hat darüber. War wohl zu negativ. Das Unternehmen möchte ich nicht nennen und das gestern, das Unternehmen möchte ich auch nicht mehr nennen. Ist, glaube ich, besser für alle dann. Weil sonst müsste ich diesen Stream wahrscheinlich auch wieder löschen. Bidis, unsere Party wird viel epischer als die Ripple Party in New York. Klar, und David ist trotzdem dabei. Den hole ich rüber dann. Der muss dabei sein. XRP Heiko, wieso feiern die nicht in Karlsruhe? Ich habe doch auch 3 XRP. Er hätte das auch verdient. Dann musst du mal bei Garlinghaus anschreiben. Kannst ihn ja auf Twitter zur Not anschreiben und mal fragen, was das soll. Uka, Gerüchte zufolge könnte Ripple bei der Fete am 29. April auch ihren Börsengang bekannt geben, aber nur Gerüchte. Das glaube ich nicht, weil der Prozess noch nicht zu Ende ist. Und es geht ja jetzt noch um das Unternehmen. Theoretisch könnten sie ja. Praktisch, glaube ich, halten sie sich noch bedeckt, bis das fertig ist. Brillicoin, hallo MC. Unglaublich, wie man sich an dich gewöhnt hat. Und das verstehe ich nicht. Bin gerade heimgekommen und gleich geschaut. Danke für die News. Da nicht für, da nicht für. Uka, guten Abend, du Petzi und XRP-Fels in der Brandung, Gang. Okay. Papi spielt. Grüße zusammen und alles Liebe an unseren lieben MC. Hoffe, es geht allen gut und auch MC wünsche ich keine weiteren Albträume wegen seinen Coins. Ich will nicht weiter Salz in die Wunde streuen. Nur so viel. Ein Hai bleibt Hai. Auch wenn er keine Zähne mehr hat. Dieses Wachsen nach. Ich lasse das mal einfach mal so stehen am besten. Danke trotzdem. Alexander. Hallo Meister. Ich hoffe, deine Bauchschmerzen sind einigermaßen abgeklungen. Ja, es ging. Von mir kannst du Anfang nächsten Monat auch etwas erwarten. Ich hatte leider kurz vorher, bevor dir das passiert ist, mein übriges Geld in Veracity gesteckt. Nein, lasst es einfach. Steckt euer Geld weiter in Kryptos, es ist sinnvoller. Ne? Mir reicht doch schon, habe ich schon tausendmal gesagt, wenn ihr einfach nur die Videos guckt. Das würde mir schon reichen. Oder ihr seid auch hier, ist auch schön. Abu Rashido, hallo MC, ich hoffe, dir geht es besser. Stimmt es, dass erst nur ein Drittel der XTC im Umlauf sind? Das würde sich doch am Preis bemerkbar machen, wenn die restlichen XTC auf den Markt geschmissen werden. Nein, du musst immer das so sehen. Ja, zum einen hast du schon recht, es könnte sich bemerkbar machen, aber normalerweise wird der Kurs immer damit berechnet mit der Gesamtmenge, ob die auf dem Markt sind oder nicht. Only XRP, Abend zusammen. Tribun, hoffentlich hat das mit PayPal geklappt gestern. Ich hatte eine nette Dame heute Morgen bei PayPal am Telefon, der ich erklären musste, wieso komische Bewegungen auf meinem Account waren. Oder zu viel. Und dann musste ich natürlich in die Kamera nochmal meinen Personalausweis auch zeigen und alles. Also ich musste mich nochmal verifizieren. Und dann hat sie mich nur gefragt, ja, was sind das denn für Leute? Muss natürlich sagen, das sind alles meine Freunde, ne? Und da hat sie nur geguckt und oh, sie haben so viele Freunde. Das ist ja toll. Ich so, ja, danke schön. Ist das Thema das damit erledigt oder brauchen Sie noch etwas? Geburtsurkunde? Dass ich ein Mensch bin? Ein Tropfen Blut? Nee, nee, das war alles. Oh, okay. Also, ihr seht, selbst mit dem Geldwäsche geht das schon bei kleineren Beträgen unter 10.000 los und sie müssen sich tatsächlich absichern. Das ist echt ein harter, spooky Scheiß. Tribun, hoffentlich hat das. Achso, haben wir schon. Die zwei Kryptospinner. Ich grüße euch. Wir sind auch wieder dabei. Was dir passiert ist, tut uns echt leid. Ihr könnt ja nichts dafür. Die PayPal-Adresse von Single Bear ist deine, oder? Wir wollen dir auch was geben. Du tust so viel für uns. Ist nicht nötig, aber ich weiß nicht. Adresse von Single Bear. Was ist, wie Single Bear?
Was hat er denn gemacht? Arias, ich habe auch auf YouTube gemacht. Tribun. Dankeschön, Arias. Papi spielt. In einem Bericht habe ich gelesen, dass 2025 ein Bitcoin-Prognose von knapp 150.000 genannt worden ist. Könnte hinkommen, da könnte der Bullenmarkt noch sein. Ja, es ist so fraglich, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, ob der Bullenmarkt wirklich extrem wird. Also der wird mehr Marktkapitalisierung reinspülen als das letzte Mal. Ne? Also wir werden mehr als 3,84 Billionen Dollar drin haben. Es könnte sein, dass vielleicht nur 5 Billionen reinkommen, weil wir müssen die wirtschaftliche Situation weltweit eben auch im Auge behalten. Erholt sie sich und geht langsam wieder bergauf, der ganze Schrott. Können wir wirklich von einer sehr hohen Marktkapitalisierung vom gesamten Markt sehen, von 8 Billionen bis 15 Billionen, locker. Ohne dass XRP jetzt in Verwendung wäre. Ne? Mit Verwendung ist es natürlich dann noch höher. Sollte es nicht sein, und wir haben immer noch diese beschissene Weltwirtschaftskrise an der Backe, gehe ich von maximal 5 Billionen aus. Aber da sehe ich dann Bitcoin auch schon bei 100, 120.000 Minimum. 150 Maximum dann, ne? Also er wird auf jeden Fall über 100.000 steigen. Wenn die Weltwirtschaftssituation natürlich sich verbessert hat und die Menschen haben auch wieder ein bisschen mehr Geld in der Tasche und die Finanzinstitute auch, dann gehe ich sogar von 300, 350.000 aus. Qualm ist, YouTube ist nicht ideal. Da geht ein sehr großer Teil ab. Besser ist PayPal. Keine Ahnung. Balletttänzer, guten Abend, Freunde. Zum ersten Mal gechattet. Misanthrop. Hey MC, mal sehen, ob wir wieder unter Beobachtung stehen. Bin mal wieder da. Okay, ich stehe immer unter Beobachtung, weißt du doch. Ich habe überall Feinde. Besonders hier in der Bitcoin-Szene habe ich ja, in der Krypto-Szene, ups, habe ich doch eh Feinde ohne Ende, weil ich bin ja der Spinner. Danger Nudel, hallo alle, bin im Keller stecken geblieben. MC, du siehst ein wenig erholter aus als gestern, obwohl ich nur 3 Stunden geschlafen habe. Geil, ne? Das mach mal nach. Ja, mir geht's schon wesentlich besser. Seidenblitz, Grayskull hat ja gewonnen. Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Worum ging's denn bei Grayskull und SSC eigentlich? Arias, das ist Ehrensache. Dankeschön. Das ist aber trotzdem nicht als normal abzustempeln, um ehrlich zu sagen. Das ist Wahnsinn, was ihr gemacht habt, alle. Jeder Einzelne. Was? XRP, there's more volatility risk using Swift over 180.000 seconds than there is using XRP over 3 seconds. Okay. Ja, mit Swift, ganz ehrlich, da brauchen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr unterhalten. Da wissen wir alle Bescheid oder sollten eigentlich alle Bescheid wissen. Natürlich nur vorausschauend. Wir können es ja noch nicht richtig belegen oder sagen wir so, die müssen ja einer von beiden Seiten muss ja sagen, von wegen, oh, wir machen eine Partnerschaft oder wir sind in Partnerschaft. Das werden wir nie hören, das garantiere ich euch. Das ist so ein Ding, was hinter den Türen gemacht worden ist. Und was soll ich sagen? Swift-Volumen ist XRP-Ledger-Volumen bald. Lundin, grüezi aus der Schweiz. Grüß dich, Mikasch, jetzt passt wieder alles. Wir stehen nicht mehr unter Beobachtung. Wir stehen immer unter Beobachtung, das weißt du doch. Startrampe, guten Abend allerseits. Der Markt geht ja ein wenig Richtung Norden. Ich hoffe, es geht dir etwas besser, MC. Ja, alles gut. Es wird. Es dauert natürlich eine Zeit lang, bis ich meinen Bestand wieder habe von einigen Münzen. Teil konnte ich mir jetzt wiederholen. Dafür hat zwar auch mein Bankkonto extrem geblutet heute. Ich hoffe, morgen gibt es Gehalt, weil sonst gibt es bei mir Dosensuppe für mich und meine Tochter kann weiter Fleisch essen. Schauen wir mal. Aber eigentlich müsste morgen mein Gehalt drauf sein.
Ich habe meinen Chef heute auch schon gefragt. Er hat gesagt, ja, ich habe es heute überwiesen. Ich sage, ja, wenn es morgen nicht drauf ist, spätestens um 11 bin ich zu Hause. Bernardo, darf man fragen, wie viel zusammengekommen ist über PayPal und Co. Hoffe es, dass es dir nun etwas besser geht. Ja, und über Geld rede ich ja nicht. Ne? Das habe ich nie gemacht und genauso wenig wie, oh, wer hat denn wie viel mir was geschenkt, würde ich nie machen. Egal, wer wie viel mir was geschenkt hat, es war eine riesengroße Geste von euch, was nicht selbstverständlich war. Nur Betsy, die Frage, die sich mir gestellt hat gestern, ist folgende. Wenn wir im Bullrun unsere Coins auf der Börse ziehen, um sie zu verkaufen, setzen wir uns ja auch den gleichen Risiko aus wie du. Alles Zwiespalt hier. Ich muss mal gucken, man kann ja auch direkt über den XRP-Ledger verkaufen, über den Nano-Ledger zum Beispiel verkaufen. Wenn ich sowas mache, mache ich das so, wie ich das immer mache. Ich bleibe auf der Börse online. Das heißt, ich schließe gar nicht das Fenster und warte genau so lange ab, bis meine Coins oder Token da sind, um die dann zu verkaufen. Ne, ich schicke die nicht von wegen, auch ja, es ist jetzt 6 Uhr morgens, ich stehe gerade auf und ne, zum Beispiel, obwohl ich um 4:30 Uhr mal aufstehe und sage, ach ja, vielleicht verkaufe ich mittags, da schicke ich meinen Teil schon mal los. Das mache ich nicht. Ich lasse den Schmutz an und bin die ganze Zeit dabei, bis meine Coins da tatsächlich oder Token eben halt auf der Börse auftauchen, damit ich sie verkaufen kann. XRP Heiko, MC, angenommen, da meine 3 XRP bringen mir Millionen im Bullenmarkt oder vorher und ich überweise auf eine Börse, damit ich es mir auszahlen lassen kann, könnte ich das gleiche Problem bekommen, das heißt, jemand hackt in dem Moment mein Software-Wallet. Es dauert doch bestimmt, bis die Kohle auf mein Konto ist. Also, wenn du auf einer Börse deine 3 XRPs zu Millionen gemacht hast und du es dann auch schon auszahlen lässt, ist der Auftrag schon rausgegangen an die Börse, also an die Recht, ja, an die Steuerabteilung oder Finanzabteilung, sagen wir mal, was die Börse hat, und dein Geld wird überwiesen. Siehst zum Beispiel so, bei Bitpanda kann man ja ein bisschen mehr überweisen als normal oder auszahlen lassen. Ich hatte bisher auch höhere Summen bei Bitpanda mir auszahlen lassen und wie gesagt, die machen Echtzeitüberweisung. Ja. Weltglück. Oder du machst es anders, weil wenn du weißt, dass du mit deinen 3 XRP zum Beispiel Millionen schon im Profit bist, dann zahl sie dir doch Stück für Stück aus. Musst ja nicht gleich alles auf einmal, weil wenn du weißt, dass durch deine 3 XRP du Millionen bist, sprich einen höheren Kurs erreicht hast, sagen wir mal dreistellig, dann weißt du auch genau, dass der XRP-Ledger in Verwendung ist, weil anders ist es nicht möglich. Dann wird es auch immer mehr. Und dann wäre es ja auch cleverer, vielleicht nur so ein kleiner Hinweis, wenn man nur Stück für Stück immer verkauft und nicht gleich alles auf einmal. Weltglück, Grüße an alle. Ich wünsche uns allen goldene Zeiten für uns alle. Die werden kommen. Limits, geht nicht um mich. Qualmes, dann mal ran. Ah, okay. Seidenblitz. Jeder redet vom 29. September. Das soll was Großes sein, aber keine Ahnung. Vielleicht einigen sich SSC und XRP. Nö, am 29. September werden sie erstmal Fettparty machen in New York. Wahrscheinlich an der SSC-Hauptzentrale. Das wäre noch geiler, ne? Dass sie da richtig eine fette Bühne aufbauen. Nur Patsy, da bekommt man Aggression, wenn man sich vorstellt, dass sich andere jetzt daran bereichern. So viel Geld hast du da investiert, so viel gearbeitet und irgendein Krimineller, der zu faul ist zu arbeiten, ist kassiert dein Gewinn. Ich kann nur sagen, derjenige, der das gemacht hat, ich werde solche Leute dann später wahrscheinlich persönlich jagen. 23, los MC, wir lassen den Klingelbeutel nochmal rumgehen. Nein, alles gut. Maximus, ich denke, Ende September wird es knallen. Wahrscheinlich werden die Sektkorken knallen, ja. Papi spielt, Mitch muss auch mit auf die XRP-Party. Er muss dann auf
das Gruppenfoto. Er ist aber nicht mehr das jüngste Modell, ne? Und so eine Reise ist natürlich sehr stressig. Wir könnten ja auch vorher einen Abstecher einfach an die Schweiz machen und ein Foto mit Mitch machen. Und dann fahren wir weiter. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Beaties, ja, bei Bitpanda zum Beispiel maximal. Was? 100.000, 100.000, 1 Million Dollar pro Tag auszahlen? Möglich. Also einfach dann täglich gestückelt hinschicken und direkt verkaufen und Geld auszahlen. Richtig. Oder man macht das bei Bison. Die zahlen bis zu 100.000 pro Verkauf aus. Das heißt aber nicht, dass du nur einmal verkaufen kannst, sondern ja, wenn du Bock hast, kannst du dich da hinsetzen und 1.000 Mal verkaufen am Tag. Bis zu 100.000. Nur no, Patsy, Bull Run. Nein. Nein. Weil du das meinst? Nein. Da haben wir noch keinen Bull Run. Ach so, du meinst das andere. Ah. Ja, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Mikasch. MC, du bist immer für alle da. Deshalb habe ich dir auch eine kleine Spende dagelassen. Allein durch dich bin ich immer bestens informiert und lasse mich von anderen Videos nicht beeinflussen. Erst wenn du sagst, Jungs, verkauft, dann geht's los. Oh, dann bist du aber nie verkaufen, weil das würde ich nie sagen. Das ist das Problem. Genauso wie kaufen, würde ich nie sagen, jetzt müsst ihr kaufen. Aber wir finden bestimmt einen Mittelweg. Wirst ja merken, wenn ich zum Beispiel im Bikini hier vor euch sitze, dann weißt du schon mal, oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Aries, also ich muss jetzt mal was loswerden. Ihr seid echt eine geile Truppe. Ja, sage ich sehr oft. Aber wahrscheinlich denkt sich jeder, ach, der Spinner. Aber das kenne ich schon. Maximus, sorry, das war ich, wo die gekauft hat. Ach so, du hast mal eben für 220 Millionen da gekauft. Jo, finde ich in Ordnung, wenn du dein Spesenkonto dafür ausräumst. Zum ersten Mal gechattet. Tony Schock, wenn du gegen XRP argumentieren müsstest, was würdest du sagen, MC? Also wenn ich gegen XRP, also gegen XRP kann man ja nicht argumentieren, weil XRP ist ja eigentlich ein großer Shitcoin, ne? Weil ohne den XRP-Ledger ist der wirklich nichts wert. Müssen wir ganz klipp und klar sagen. Wenn ich aber gegen den XRP-Ledger oder allgemein gegen das Ripple-System mal dagegen was argumentieren müsste, dann wäre es das, dass wir auf gut Deutsch nicht mehr unsere Freiheit haben, wie jetzt mit dem Bargeld, dass tatsächlich jetzt Regierungen genau wissen, was wir mit unserem Geld wann wo machen. Das ist so das, ja, man kann sagen, zwar das einzigste Manko, aber große Manko, was ich eben halt habe mit dem System. Aber da ich ja früh gemerkt habe, oh Kacke, das wird so oder so kommen, nach meiner Meinung natürlich, denke ich mir, dann sollen sie gucken, was ich mache, wenn ich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto habe. Ist mir dann egal. Aber es ist natürlich ein mulmiges Gefühl zu wissen, dass der Staat genau weiß, und es ist egal, welcher Staat, ne, es ist weltweit. Einfach ein mulmiges Gefühl zu wissen, die wissen genau, was, wann, wo, wie ich gemacht habe mit meinem Geld und können auch darüber natürlich schneller und effektiver Konten auch schließen oder sperren. Das ist so das kleine, große Manko, was wir eben halt damit haben. Ne? Auch CBDCs bin ich absolut nicht für. Bin ich absolut nicht für. Macht goldgedeckte Fiat-Währungen gar kein Thema. Haben wir im Endeffekt fast das Gleiche. Aber gegen CBDCs bin ich eigentlich überhaupt nicht. Qualm ist, wer kauft für solche Summen XRP-Münzen? Wer hat heute gekauft? MC, du bist also doch ein Wal. möchte ich mich nicht zu äußern, aber ich habe leider keine 220 Millionen auf meinem Spesenkonto gehabt. Es war leider ein bisschen weniger. Nur Patsy, wir haben die das so schnell spitz bekommen, MC. Ja, mein Anwalt kam auf eine geile Idee, das mich ein bisschen zu promoten bei denen auch noch, weil der war ja mit denen auch in Kontakt und hat natürlich auch gesagt, hier von wegen, ne, der hat einen Twitch-Account, der hat einen YouTube-Kanal auch noch mit Namen da genannt
Und der hat auch eine größere Reichweite, vielleicht in der Hoffnung, dass sie ein bisschen einlenken oder irgendwas, keine Ahnung. Und ja, stand ich eben unter Beobachtung wohl, ne? Und schwuppdiwupp habe ich Nachricht gekriegt. 23, wir wissen ja alle, um welches Unternehmen es sich handelt. Aber viel Negatives hat er ja gar nicht gesagt. Naja, es ist schon negativ gewesen, ne? Und das reicht wohl schon den einen oder anderen, auch wenn es die Wahrheit nun mal ist, aber. Gut, was soll ich machen, ne? Okay, ich sage nur Mu-Münze. Okay, Rindervieh-Taler. Ich sage gar nichts dazu. Ochsenduplonen. XRP Spreewaldgurke. Hey, Meister MC, ganz liebe Grüße aus dem Spreewald. Danke, dass es dich gibt. Musst du dich bei meiner Mama bedanken. Die hat mich ja schließlich auf die Welt gedrückt. Die war ja die Böse, die mich zum größten Teil ja großgezogen hat. Moors, hallo Meister, grüß dich. XRP Heiko, Diskussion mit Kollegen, Kryptos versus Aktien. Sie waren nicht zu überzeugen. Ich verliere mein Geld und so weiter. Dabei habe ich ja den gleichen bei mir, Vergleich bei mir selbst. Da kommt mein Aktienportfolio nicht mit, was ich schon mit Kryptos erzielt habe. Vor allem in dem Zeitraum und in Relation zum Einsatz, trotz Bärenmarkt. Du kannst die Leute auch nicht davon überzeugen. Wenn jetzt die Bank das macht, wenn jetzt der Bankberater ihn anruft, der mit Aktien macht, und ihm erzählt, oh, wir haben hier ein geiles neues Projekt, Produkt am Markt und hätten sie vielleicht Interesse, wir schicken ihnen auch hier E-Mails und Flyer und alles nach Hause und dann kommt raus, oh, Kryptos. Dann sind die interessiert, weil die Banken haben es ja gesagt. Nicht, weil du dahin gehst. Da kannst du denen sonst was zeigen. Ich habe ja auch solche. Na, wie gesagt, der eine hat sich gefreut, dass Netflix über 100% in, was war das, 12 Monaten oder in 2 Jahren gemacht hat. Habe ich ihn angeguckt und dann mache ich in einer guten Kryptowoche locker an 2 Tagen. Aber es ist egal, du kannst denen erzählen, was du willst. Die halten dich für einen Spinner. Balletttänzer! Verschenkt 10 Abos. Dankeschön, Balletttänzer. Mikash MC, kannst du mir sagen, warum man bei Crypto.com keine XDC-Network kaufen kann? Wüsste ich nicht, was es dann wohl nicht anbieten. XDC. Also bei Coin Mercy kann ich XDC kaufen. Bei Binance war das, glaube ich, auch noch XDC. Bitpanda weiß ich jetzt nicht. Und da ist dann die Frage wieder, bei Bitpanda ist ja immer das Problem, kann ich die verschicken? Balletttänzer, hab die PayPal-Adresse von MC nicht. Ihr seid verrückt, Leute. Dankeschön. Johannes, es ist so. Jeder freut sich täglich auf deinen Stream mit uns. 20 Uhr Stream mit MC. Yes. Weiß jemand noch, was ein Film ist? Das kam früher um 20 Uhr. Nee, um 20:15 Uhr. Und hast du mal geguckt, Free TV um 20:15 Uhr? Also ich gucke schon seit Jahren um 20:15 Uhr keine Filme mehr. Nicht wegen euch, ne, weil früher habe ich ja nicht um 20 Uhr gestreamt. Aber nee, das kann ich mir nicht mehr angucken. Die zwei Kryptospinner. Singleware hat gestern deine PayPal-Adresse gesendet und wollte nur sicher gehen, dass es deine ist. Hatte dich gestern schon bei Telegram angeschrieben, ist wahrscheinlich untergegangen. Hat es gestern bestimmt Wichtigeres zu tun. Gestern ging es mir nicht so gut, deswegen habe ich mich aus vielen rausgehalten. Müsste wahrscheinlich die richtige sein, wenn das Starbuck82@web.de gemacht hat. Nur Petsy, Film habe ich schon mal gehört. Johannes, MC ist kein Hai, er ist ein Wal. Aber ja, Zähne hat er keine als Wal. Aber dafür habe ich jetzt schon die Körperfigur von einem Wal. UKPP-Adresse ist. Ja. Aber ihr müsst mir nichts schicken. Ganz ehrlich, es war schon gestern extrem. Ich bin natürlich jedem dankbar, aber es ist mir sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. XRP Heiko, Bitcoin kann nicht als Konkurrenz zu XRP Ledger gesehen werden. Nö, kann es auch nicht. Da ein Netzwerk zu teuer, zu langsam und zu volatil.
Man muss aber auch bedenken, wann ist Bitcoin entstanden? Bitcoin ist der erste. Ne? Hätten sie damals das Netzwerk verwendet für einen Geldtransfer, sage ich ganz ehrlich, hätte man das damals verwendet, wäre es revolutionär gewesen. Selbst das ist besser als das, was die Banken jetzt verwenden oder noch verwenden. Selbst da ist das Bitcoin-Netzwerk besser. Der Preis kann sich zu schnell ändern während der Transaktion, schon wegen dem längeren Zeitraum. Außerdem benötigt Bitcoin ja nicht einen bestimmten Preis wie der XRP-Ledger, um zu funktionieren. Richtig. Ja. Bitcoin hat ja kein Bitcoin-Ledger. Richtig. Ja, das ist das große Problem bei Bitcoin natürlich, ne, weil so eine Transaktion dauert im Schnitt, ich glaube, 15 Minuten. Und da, naja, ihr seht, ne, alleine heute der Anstieg, auf einmal 6% hochgehüpft, wenn gerade da eine Transaktion ist, vor dem Anstieg eine Minute früher, ist ein bisschen doof, ne? Qualm ist zur Info für den, der sie möchte. MC, bitte wegsehen. Ich hätte niemals meine E-Mail-Adresse rausgeben dürfen. Dankeschön, Quaimbis. Seilenblitz, Bitcoin Spot ETF kommt. Ah, das haben sie gegen Grayscale gewonnen. Gut, dann haben wir Grayscale, dann haben wir BlackRock. BlackRock erst nächstes Jahr natürlich. Vanguard bringt auch noch einiges auf dem Schirm. Dann hoffen wir wirklich, dass die Weltwirtschaftskrise besser ist. Dann wird es richtig schmutzig abgehen. Tribun, das freut mich, MC. Vielen Dank für alles. Nicht dafür, ich danke euch. Dremmer, wo ist eigentlich Single Bear? Der sitzt bestimmt beim Kumpel und grillt wieder oder hilft ihn irgendwo auf den Feldern. Aber er guckt sich das später an, das weiß ich genau. Deswegen, wir dürfen jetzt nicht über ihn lästern. Das kriegt er wieder mit. Johannes, Grayscale wollte einen Bitcoin-ETF machen und es wurde abgelehnt. Jetzt muss die SEC nochmals ran und neu beurteilen. Die werden das alle bis nächstes Jahr verschieben. Die kommen nächstes Jahr alle. Ah, deswegen geht es darum. Okay. Christopher Crypto, okay, danke für die Antwort. Ich habe so viele Fragen diesbezüglich, aber verstehe natürlich, dass du aktuell nicht darüber sprechen darfst. Dennoch habe ich eine Frage, die mir die ganze Zeit heute durch den Kopf gegangen ist. Der Freund, der bei dir gewesen ist und dir zu dieser Reaktion auf das NFT geraten hatte, hätte er die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Art und Weise da mitzuwirken? Verstehe natürlich, wenn du nicht darauf antworten magst, aber ich glaube einfach nicht an solche Art von Zufällen. Nein, er hätte da absolut keine Möglichkeit gehabt. Der hat noch weniger Ahnung von Computer oder sonst irgendwas als meine Mitbewohner. Und meine Mitbewohner ist wirklich in ihrem Alter Steinzeit. Nur Patsy, das habe ich mir auch schon gedacht. Klingt alles komisch. Chris for Crypto, ja, soweit ich weiß, sind bei sehr hohe Abzüge. Arias, ich sag mal so, MC, du bist uns es uns wert. Dankeschön, aber ich weiß nicht wieso. Qualmes MC hat diverse Börsen. Wie sollte der Freund wissen, dass er alles zu KuCoin sendet? Richtig. Noch dazu, ihr wusstet noch nicht mal, dass ich auf KuCoin Account habe, weil ich KuCoin nie aufgelistet habe auf meiner Aufzählung, wenn man fragt wegen Börse. Das wusste keiner. XRP Heiko, das war für MC hier getan wurde. Das kannst du bei anderen Streams suchen. Ihr seid die Besten. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wie gesagt, ich sehe, was bei anderen Streams natürlich auch abgeht. Und ich bin froh und sehr glücklich mit euch, bevor ich das Leute von den anderen Streams hier hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die würden hier alles einfach kaputt machen, sage ich ganz ehrlich. Und in anderen Streams hast du sehr viel Neid, Hass und Gott, wer weiß, was für ein Schwachsinn da kommt. Ne? Und dann würde ich auch nicht mehr täglich streamen. Das ist, kann man sicher sein. Vielleicht würde ich dann diesen Kanal wechseln auf Gaming dann. Daniels, hallo MC und ein Hallo an alle. Grüße aus Moring, Daniel, Odexlein, Navent, XRP Heiko. Also eigentlich ist doch die Swell in Dubai die richtige Location für einen Start. Oder irre ich mich da? Könnte sein. Was soll man dazu sagen? Ne?
2018 wurde X-Rapid, sprich ODL, damals auf der Swell gestartet. Aber es wäre im November, es wäre ein bisschen zu spät für mich. Weil ich habe eigentlich gedacht, 20. Oktober. Aber gut, nehmen wir November dann auch noch. Ganz ehrlich, ich warte einfach. Scheiß auf Datum. Immer locker bleiben. Aries, da hast du recht, nur Petsi, Sauerei. Ja? Okay, XRP Heiko, die bringen komisches Zeug raus. Neuer Token, Changsa, ist auf dem schnellen und zuverlässigen Binance Smart Chain, Blockchain-Netzwerk, aufgebaut. Im Gegensatz zu anderen Webseiten, bei denen eine einzigartige Instanz die Quoten und Märkte festlegen, bietet Changer seinen Nutzern die Freiheit, ihre eigenen zu erstellen. Okay? Qualmes, ich glaube nicht, dass er gesagt hat, wo er sie hinsendet. Meinte, das hat er gestern auch so gesagt. Ja, ich sag niemandem, wo ich dann irgendwie meine Coins hinsende. Maximus MC, was glaubst du, warum Ripple so viele Coins bunkert? Das ist sehr komisch. Nein, du musst immer bedenken, Ripple ist verantwortlich. Im Endeffekt verwaltet Ripple das Netzwerk später nur. Oder auch jetzt schon im Endeffekt. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Netzwerk einwandfrei läuft. Sie sind dafür verantwortlich, dass genug Coins auf dem Markt sind, damit das System darauf zugreifen kann. Und dafür musst du natürlich eine gewisse Menge an Coins eben in der Hinterhand haben, gerade wenn der Kurs auch noch so niedrig ist. Und wenn dann zum Beispiel, nehmen wir mal an, ganz dooferweise, morgen starten schon die ersten Banken. Du kannst den Banken ja nicht vorschreiben, wie viel sie nur transferieren dürfen. Und wenn die dann auf die geile Idee kommen, oh, wisst ihr was, scheiß drauf, wir transferieren jetzt 100% unserer Transaktionen jetzt nur über ODL. Musst du immer griffbereit die Coins haben, um immer nachzuschießen. Seinblitz, wie ist deine Meinung zu ProSwap? Ist ja eine dezentrale Börse. Ja, aber dezentrale Börse heißt auch unregulierte in meinen Augen. Und dezentrale Börsen wird es bald weltweit einfach nicht mehr geben, weil die müssen sich alle regulieren. Sobald eine weltweite Regulierung kommt, sind dezentrale Börsen in meinen Augen schon ade. Und es wird kommen. Serafino, wäre mega, wenn es Ende September knallt. Denn dann habe ich Geburtstag, dann feiere ich doppelt. Genau an meinem Geburtstag, 30.09., fliegen in den Urlaub. Ach, warte. Rennst du vielleicht nach New York und sammelst Brett Garlinghouse auf? Kann ich mal fragen. Brillicoin, darf ich einen Witz erzählen? Leg los. Argon, guten Abend, Marcello. Wie geht's dir heute? Besser, viel besser. Weltglück, MC, du bist geil. Warum? Hübsch bin ich nicht. Geld habe ich keins. Eigentum habe ich nix. Okay, nehme ich so hin. Producer Club, OMC, hab's heute Morgen mit Video mitbekommen. Das tut mir so leid. Hoffe irgendwie, es regelt sich. Na, da wird sich nichts mehr regeln, glaube ich. Aber ist halt so. XRP Heiko, das Schlimme ist ja nicht, dass sie uns überwachen können. Es kann programmiert werden. Was ich kaufen darf, wie in China mit dem Pepsi-Automaten. Da gab es ein Video. Ja, aber ich glaube, wir dürfen nicht China mit Europa vergleichen. Ne? Wenn sie das tatsächlich machen sollen. Ich meine, es gibt ja Nationen, die Deutsch sprechen. Da kann man wirklich, glaube ich, alles mit der Bevölkerung machen. Möchte ich gar nichts sagen. Ne? Die letzten Jahre haben es ja auch gezeigt im deutschsprachigen Raum, was hier so abging. Und die Bevölkerung ist sehr, sehr ruhig geblieben. Nur ein kleiner Teil hat ein bisschen aufgemockt. Aber dennoch, wenn ich bedenke, das würde in ganz Europa passieren. Ganz ehrlich, die Spanier, Franzosen, Italiener, die Osteuropäer, die bleiben nicht ruhig. Und dann müssen diejenigen, die da oben das bestimmen, wirklich Angst um ihr Leben haben, wenn das rauskommen würde. Und das würde rauskommen. Deswegen, du kannst nicht Europa mit China vergleichen. China hat eine ganz andere Kultur und wenn du die Geschichte dir ein bisschen anguckst, es war schon immer so. Es tut mir leid, auch in Russland, das war schon immer so. Pinkelst du den Machthabern, bist du weg. Das ist immer so gewesen. Und in Europa, das war mal so, aber Europa hat auch durch, muss man ganz ehrlich sagen, durch blutige Kriege sich eben zu dem entwickelt, was es jetzt ist. Christopher Crypto,
Unter Beobachtung stehen ist ja nicht schlimm. Du hast ja nichts erzählt, was nicht ausstimmen würde. Hab schon viele mit großer Reichweite gesehen, die sehr negativ gegen diverse Börsen geäußert haben. Ja, ich weiß nicht wieso. Ganz ehrlich, es ist mir auch einfach egal. Es gab auch schon das Argument, vielleicht hat es auch die Börse sich geschnappt. Kann man auch nie wissen, ne? Weil wir haben ja schon öfters welche Vorfälle gehabt, wo das Personal der Börse sich einfach bedient hat an Kundenkonten. Deswegen, ich bin auch nicht fertig damit. Brillicoin, also sagt Ben zu seinem Papa, du hast mir gesagt, ich soll eine Kartoffel in die Badehose stecken. Es imponiert den Mädchen im Schwimmbad, richtig? Sagt der Papa oder der Vater, ja, darauf stehen die total so. Du hast aber leider vergessen zu erwähnen, dass ich sie vorne in die Badehose hätte stecken müssen. Gut, dass ich ein Mädchen zu Hause sitzen habe und keinen Sohn. Aber, weil sonst hätte ich das jetzt morgen mit meinem Sohn ausprobiert, hätte ich einen. Sag mal, auch Bitpanda kann man XTC verkaufen. Fair und kaufen. Ja, die Frage ist ja bei Bitpanda immer, kann ich den Coin dann auch verschicken? Ne? Zu einer anderen Börse oder zum Hardware-Wallet. Robot, hallo MC, ich habe von Bitpanda ein paar XRP an meinen Ledger geschickt. Gleichzeitig kam mit einer unbekannten Adresse 0,007 XRP an. Laut Google ist das ein Phishing-Angriff mit DOS-Truck-Transaktionen. In dem Memo ist ein Text einfach nichts machen und ignorieren, wie diese nervigen Polygon-NFTs, richtig? Ja. Der Bitpanda-Support meinte auch einfach ignorieren, aber wollte auch deine Einschätzung hören. Ja, habe ich auch schon öfters gebracht. Immer wenn ihr solche mini-kleinen Transaktionen habt von Coins, einfach nicht beachten. Die gibt es bei XLM, die soll es auch bei XCC zum Beispiel auch schon öfters aufgefallen sein. Kann man auf KuCoin XTC kaufen? Ja. Tony Shop, hast recht mit dem Thema Staat und Banken werden alles wissen. Trotz Krypto werden wir nach wie vor Bargeld verteidigen. Aber früher oder später wird es leider sein wie in der Serie Black Mirror. Ja, du kannst Bargeld verteidigen, wie du willst. Das ist schon alles vorgeschrieben. Ne? Das ist schon alles fest. Man hat niemanden gefragt und es ist einfach so. Ne? Die machen, was sie wollen und da können wir darüber diskutieren, ob wir eine Demokratie haben oder nicht. Oder wer der Arbeitgeber der Politik ist. Schaut euch das alles an und dann wisst ihr, was Sache ist. Ne? Es ist einfach so. 72 ist einfach gut. Kann ich mir vorstellen. Hallo, lieber MC. Liebe Grüße aus Zürich in der Schweiz. Ich gucke dir schon lange und jedes Video. Dankeschön. Hab aber noch nie was geschrieben. Okay, ich freue mich, dass es dir schon wieder besser geht. Mich würde interessieren, ob du eine Meinung hast zu Ada Cardano und ob du die mir mitteilen möchtest. Liebe Grüße, Stefan. Ja, ich muss dir leider sagen, Stefan Cardano ist für mich, aber nur wegen dem CEO, den kann ich auf dem Tod nie aufstehen, nicht das prickelndste System. Es hat natürlich Potenzial. Ich kann mir auch vorstellen, dass im nächsten Bullenmarkt natürlich wieder die einen, vielleicht sogar 2 Dollar erreicht oder 3 Dollar. Aber ich persönlich kaufe nichts davon, weil der CEO allein für mich eine falsche Schlange ist, den ich am liebsten auch, wenn ich ihn treffen würde, ja, ihn speziell begrüßen würde. Aber es das heißt jetzt nicht, dass Cardano schlecht ist und du darfst es nicht kaufen oder so. Ne? Kaufen darfst du alles, was du willst, auch wenn ich eine andere Meinung habe oder nicht gerade positiv gestimmt bin. Hat es trotzdem nichts damit zu tun, dass es kein Potenzial hat. Zum Beispiel Ethereum fand ich damals scheiße. Ethereum war bei 10 Dollar oder 7 Dollar. Ja, hätte ich mal gekauft. Ne? Oder Cardano. Habe ich mir sogar mal überlegt zu kaufen. Da war bei 1 Cent. Da wollte ich 1000 Euro reinstecken. Hätte ich mal gemacht. Der war bei 1 Dollar noch was. Ne? Also du siehst, wenn ich etwas Kacke finde, funktioniert es eigentlich immer. Wildfuchs, muss dir nicht unangenehm sein. Wir machen es doch aus eigenem Willen. Ja, das schon. Nur ich finde, für mich ist sowas unangenehm, weil ich sowas nicht kenne, dass man mir hilft, mich unterstützt. In schweren Zeiten auch noch.
Ich kenne sowas einfach nicht. Es tut mir ja leid. Ne, mein Leben verlief nie prickelnd. Und wenn etwas, sag mal so, wenn die Kacke am Dampfen war, stand ich immer alleine da. UK, Adam mag er nicht, wegen dem Vorturner. So kann man es auch nennen. Anton XRP. Wenn der Bullenmarkt richtig läuft, machen die Banken auch Werbung für Kryptos. Machen die jetzt schon. Hast du noch nicht die Sparkassenwerbung gesehen? Die macht schon Werbung mit im Fernsehen mit Bitcoin. Für Krypto. Und wenn die Bild-Zeitung die Frage stellt, soll ich jetzt Krypto kaufen, sind wir hoffentlich schon auf Teneriffa. Nee, wenn die Bild-Zeitung das stellt, dann dürfen wir noch gar nicht verkaufen, weil dann geht es nochmal extra. Dann kommen die ganzen, die gesagt haben, Kryptos ist ein Scam. Dann kaufen die. Diego, hi zusammen. 72. Was ist denn ein Vorturner? Danke noch, Patsy. Damit meint er den CEO, Charles Hoskinson. Nur Patsy, so, ich muss weg, hab jetzt Feierabend. Ach so. Dann wünsche ich dir einen schönen, ruhigen Feierabend. Tamar, könnte Ende September auf dem Fest von Ripple der Börsengang verkündet werden? Ich denke nicht. Das wird erst verkündet, wenn der Prozess wirklich komplett zu Ende ist. Mich würde es überraschen. Also, aber sie haben auch immer gesagt, sie würden im Dezember natürlich starten mit dem Börsengang. Lasst euch überraschen einfach. Ne? Das hat ja nichts mit XRP zu tun oder mit dem System. Nur wenn die jetzt zum Beispiel den Börsengang verbinden könnten würden, dann könnte tatsächlich ODL am 20. Oktober starten. Weil sie brauchen ja ein Zugpferd für die Börse im Unternehmen, was natürlich den Aktienkurs pushen könnte. Und da wäre natürlich das System perfekt. UKA heißt aber nicht, dass ADA in Zukunft noch was reißen kann. Er mag es eben nur nicht. Genau. Na, wie gesagt, Ethereum habe ich verpasst, Cardano habe ich bei einem Cent verpasst. Heißt nicht, dass es schlecht ist. Chris for Crypto, ja, da habe ich gestern auch nicht schlecht gestaunt, zumal du dich immer nicht alle so positiv über KuCoin geäußert hattest. Ja, ich musste nur irgendeine Börse finden, wo ich alle Kryptos auf einmal hinpacken kann. Weil ich eben fauler Mensch bin. Meine Faulheit hat mich eben, ja. Qualm ist nicht der Erste an der Uhr sein. Klar, immer der Erste. Klar, wenn man pünktlich kommt, kann man auch pünktlich gehen, oder nicht? Qualm ist der Vorturner, geht vor. Vorturner. 72 ist einfach gut. Danke für eure Antwort. Da nicht für, du kriegst hier immer eine Antwort. Also wenn du hier öfters mal eine Frage stellst, leider wirst du immer eine Antwort hier kriegen. Rabiato Number One. Abonniert mit Prime Gaming zum zweiten Mal schon. Dankeschön. Aries, drück dir die Daumen. Serafino. Zum ersten Mal gechattet. Ging, ging. Hallo MC, eigentlich bin ich immer nur stiller Zuschauer. Macht ja nichts. Jetzt muss ich doch mal Hallo. Dankeschön. Grüß dich. Auch Forschheim sagen. Mach wach weiter so. Mach weiter so. Werde ich auch tun. Werde ich auch tun. Das bringt mich nicht um. Das Leben geht weiter und man muss eben aus dem Dreck wieder aufstehen und weitermachen. Aries, beziehungsweise uns allen. No Petsi, willkommen bei uns. King, King. Und Betsy, du hast auf Feierabend. Geh vor den Lehrling raus. XRP, Heiko, MC, wir haben doch maximal 1 Milliarde XRP, oder? Wenn alles drüber läuft, würde es ja nicht reichen. Oder der Preis astronomisch hoch. Ich habe das mal in verschiedenen Varianten gerechnet. Oder drücken die XRP nach, wie beim Fiat-Geld. Nein, das können sie nicht. Wir haben aber 100 Milliarden. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie viele, ja gut, die im Escrow sind, ist klar, die sind erstmal noch gesperrt. Aber wir wissen nicht von den 52 oder 54 Milliarden, die ja auf dem Markt sind, seitdem es XRP ja gibt. Das heißt nicht, die sind frei zur Verfügung, diese 52 Milliarden, da sind ja schon einige weg.
Wir wissen aber nicht von den 52 oder 54 oder 51 Milliarden, was da jetzt genau ist, wie viele davon noch frei sind. Also ich gehe davon aus, dass 20 Milliarden davon schon weg sind. Aber das ist nur meine Einschätzung. Könnte auch sein, dass vielleicht nur 10 oder 5 Milliarden weg sind. Uka, ihr Mäuse, jetzt habt ihr so oft das schlimme Wort gesagt, Stream somit schon wieder kontaminiert. Aber ich hab's nicht gesagt. Das ist der Unterschied. XRP Heiko, Mu. Ja, Uka, 1 Milliarde wäre geil, sind aber wohl eher 100. Ja. Aber das Problem ist, wir wissen ja nicht, wie viele wirklich jetzt noch frei zur Verfügung sind, ne? Danger Noodle, feiern wir zusammen Geburtstag, wenn es knallt? Ich habe am 27.09. und das Wochenende drauf ist der 30.09. und 31.09. Okay. Wenn es knallt, dann feiern wir alle Geburtstag. Das wird der zweite Geburtstag für uns dann. Softso. Hallo MC, kannst du mir bitte sagen, was dir genau passiert ist und du den Stream löschen musstest? Wünsche dir aber nur das Allerbeste. Ich habe Nachricht gekriegt von meinem Anwalt, dass ich gegen ein Unternehmen schlecht geredet habe in dem Stream und musste daraufhin den Stream löschen. Auf Twitch und hier. Auf Twitch, hier ist der Twitch und auf YouTube. QFox, wenn XRP verwendet wird, wie denkst du, steigt XRP schon direkt am ersten Tag ein oder 10 Dollar oder wie auch immer? Nein, ich denke, wenn, bevor es überhaupt startet, werden wir das Allzeithoch sehen. Vielleicht auch 4 oder 5 Dollar. Damit die meisten natürlich verkaufen werden. Dann wird er wahrscheinlich wieder so auf 1 oder 2 Dollar runterknallen, wo dann sich alle schon die Hände reiben und sagen, oh, mit meinem Gewinn kann ich ja dann schön fett XRP kaufen. Ich warte mal, bis der wieder unter 1 Dollar ist, weil das ja eh Standard ist bei XRP. Und dann werden sie das System starten und vielleicht auf 10, 20 oder vielleicht sogar 50 Dollar hochpushen durch die Verwendung. Damit natürlich die Leute nicht mehr so viele XRPs kaufen können, wie sie vorher hatten, bevor sie verkauft haben. Maximus abonniert zum 6. Mal schon. Dankeschön mit Prime Gaming. Seilenblitz, wir brauchen halt River City, dann passiert weniger so Hacks. Jein, ist nicht für Börsen ausgelegt, ist für Stream und für Stream-Plattformen gedacht, mehr River City. Maras XRP, hallo Bobo, schön, dass du gut gelaunt bist. Ja, also gut, schlimmer als gestern geht immer, aber schlimmer als gestern, ich habe ja gesagt, es dauert ein paar Tage und es geht langsam. Johannes, hier darf man sogar sagen, dass man Shiba gekauft hat. Natürlich, ihr könnt sagen, was ihr alle gekauft habt. Ihr könnt auch sagen, was halte ich davon. Ihr kriegt ja die richtige Antwort dafür. Pac-Mandy, abonniert zum 7. Mal schon. Dankeschön. Hallo MC, mit dem Fiasko von... Was mich da verwundert, auch wenn jemand dein Passwort hat und den 2FA-Code, muss doch trotzdem im Verlauf die Adresse stehen, wo deine Coins transferiert worden sind. Noch kann man doch bestimmt auf eine Anfrage auf die IP-Adresse stellen und so den Täter ermitteln. Oder was sagst du? Es gibt doch 100% einen digitalen Fußabdruck. Ich hoffe, du hast bei dem Fall Erfolg. Grüße aus Berlin. Das gibt es tatsächlich. Also mein Anwalt und ich haben schon geguckt und das sind schon mittlerweile bei 25 Wallets angekommen, die Coins. Und sind weiter noch am Transferieren. Du kriegst diejenigen nicht. Das ist ja das Schlimme. Und wenn sie das jetzt noch in Bitcoin umwandeln, was sie schon teilweise getan haben, wie man gesehen hat, dann siehst du das sowieso nicht mehr. Das ist nämlich das Brutale bei Bitcoin. Von daher, es ist leider weg und ich kann nichts mehr dran machen. 72 ist einfach gut. Meine größte Position ist immer noch ADA auf vor Bitcoin. Aber seit ich deine Videos schaue, ist XRP an dritter Stelle und ich kaufe nur noch XRP nach. Vielleicht ist XRP meine Nummer 1 und ich komme mit nach Teneriffa. Solange du es entspannt machst, ist ja auch alles gut. Was soll ich sagen? Das ist nicht das Schlechteste vielleicht. Frank, moin MC und XRP-Gemeinde, es tut mir echt leid, was dir am Sonntag mit deinem Coins-Token passiert ist. Dankeschön. Du glaubst gar nicht, wie ich solche Menschen verachte.
Danke, dass du weiter dein Ding durchziehst und uns weiterhin informierst. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir uns alle mal persönlich kennenlernen. Warum sollte ich denn auch aufhören? Klar, es war ein Tiefschlag, ne? Oder sagen wir so, ich bin in den Dreck gefallen. Aber man muss ja trotzdem aufstehen und weitermachen. Und ich kann ja nicht die Leute jetzt hier deswegen im Stich lassen, auf gut Deutsch. So bin ich leider nicht. Maximus, ich habe viel zu wenig XRP. Fuck. Du, ich habe auch ein paar verloren. Vielleicht hast du ja meine 20.000 jetzt. Nein, Spaß. 23, dann kauf mehr. Das muss ja jeder für sich wissen. Wenn drei Stück wie MC hast, reicht es. Maximus, kein Geld. Dann lass es. Warte, bis du wieder Geld hast. Warte, bis du genau weißt, was du bezahlen musst für den Monat an Essen und allem drum und dran. Oder warte bis Ende des Monats, bevor das nächste Geld kommt. Und dann kannst du ja das, was du übrig hast von diesem Monat oder vom September dann bis zum nächsten Gehalt, dann weißt du ja, was du ausgeben kannst. Plus für Krypto, dieses Gefühl wird dich nicht verlassen, egal wie viel du hast. Wow, vertrau mir. Zu wenig XP, okay. Johannes, MC, da sind wir auch gleich. Mir ist es auch unangenehm, etwas anzunehmen oder um Hilfe zu bitten. Selber helfen und überraschend schenken, liebe ich. All das musste ich nun mühsam lernen, dass auch ich um Hilfe bitten muss. Aber mit Geschenken ist es immer noch komisch. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dann etwas zurückgeben. Das kenne ich gut, ja? Kufox, kann es mal dazu kommen, dass man keine XRPs mehr kaufen kann, weil es keine mehr zur Verfügung ist? Nein, das denke ich eigentlich eher nicht, weil du musst bedenken, wenn die das System starten und die meisten haben ja schon verkauft, im Endeffekt die, die dann noch XRP-Coins halten, die werden dann ja auch diejenigen sein, die das System füttern werden, noch weiter mit XRP-Münzen. Ich glaube nicht, dass man XRP nicht mehr kaufen kann. Und man muss sich auch vorstellen, wenn du XRP kaufst und du machst zum Beispiel eine neue Wallet-Adresse, solange sie immer noch diese 15 Coins als Sperre drin haben bei der Adresse, also zur Aktivierung, würde es sich im Endeffekt nicht lohnen, wenn du jetzt zum Beispiel der Kurs ist bei 50 oder 100 Dollar und dann, ja gut, bei 100 Dollar musst du schon 1500 Dollar ausgeben, nur um ein Wallet zu aktivieren. Neues, ne? Aber ich glaube nicht. Kufok, dafür muss Elon Musk mal kurz paar kaufen. Wer sagt, dass er keine hat? Ganz ehrlich, ich denke nicht. Elon, also. Was die Kryptowelt betrifft mit deinem Dogecoin, da bin ich auf Kriegsfuß. Ne? Das weiß ja auch jeder, weil was er da macht, das ist sehr gefährlich für Anleger im Endeffekt. Weil wenn er den Coin da wirklich fallen lässt, dann geht er auch ins Bodenlose runter. Aber was die Finanzwelt und so betrifft, ist Elon Musk nicht doof. Man darf ihn nicht nur auf Tesla und SpaceX fokussieren. Er hat mit der Finanzwelt angefangen. Ne? Ich sage nur PayPal, er ist einer der Gründer. Und jetzt, was er mit X macht, also mit ihm als Twitter, da will er ja auch einen Finanzdienstleister rausmachen. Abwarten, was da kommt. Chris for Crypto. Okay, dann dürfte ich jetzt also mal über diese sehr gar nicht mal so nette Börse sei richtig ablassen. Du sagst es ja nicht. Nee? Ich weiß nicht, was du meinst. QFox feiert überhaupt Elon Musk XRP? Gibt immer wieder Gerüchte. Keine Ahnung, das ist einer der großen Rätsel, die wir, glaube ich, nie erfahren werden. Serafino, es gibt keinen 31.09. Richtig. Seidenblitz, ich glaube, dass trotzdem der Bullrun eskalierend, weil her waren halt Anleger viel private und diesmal sind ja Industrielle auch dabei sind. Ja, da hast du zwar recht, nur trotzdem, die werden auch ihr Geld verhaltend ausgeben und nicht volle Pulle, sage ich mal. Ne? Wenn die Wirtschaftslage nicht besser wird auf der Welt. Jetzt nicht nur in einem Land, sondern auf der Welt, müssen wir mal gucken. Tony Schock, Mist, jedes Mal, wenn ich MC zuhöre will, kommt hier Werbung. Gönn dir das Geld, aber ich bin verflucht. Moment, warum kriegst du denn Werbung? Du hast doch mit Prime Gaming abonniert. Jeder, der abonniert hat, der kriegt ja keine Werbung hier. Danger Noodle, geht nicht an mich. Maximus, ich kenne sogar jemanden, wo Sushi hat. Ach du Schande. Okay. 23, ich habe Turbo gekauft und bin 80% im Minus. Ich hab's dir gesagt. Pass auf.
Startrampe. Ich hoffe auf baldige Verwendung. Schon alleine, um die doofen Gesichter der Maxis zu sehen, die alles andere schlecht reden. Wer weiß, was Ende September oder Oktober auf uns wartet. Sobald der Kurs wieder hochgeht, sind sowieso alle wieder davon überzeugt, dass XRP ja der heilige Gral ist. Und sobald XRP wieder runtergeht, dann ist es wieder der größte Shitcoin bei den gleichen Leuten, die gesagt haben, oh, XRP ist der heilige Gral. 23. Ich mag einfach Schildkröten mit Rennverhallen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ja. Warte einfach den Bullenmarkt ab. Vielleicht hast du ja Glück und gerade diese Schildkröte macht 100.000%. Könnte passieren. Kufox, und wann würde das Ganze deiner Meinung nach ungefähr passieren mit dem schon auf 4 Dollar steigen? Also ich denke, wenn sie natürlich ODL starten, wenn diese Nachricht rauskommen würde, dass sie im Bankbereich starten, wenn die Banken sicherlich einen Monat mit kleinen Transfers machen. In der Zeit wird natürlich massig gepumpt. Und dann würde es natürlich auch wieder verkauft werden. Und wenn sie natürlich sehen, das ist ja das Problem beim XRP Ledger, wo ja alles rüberläuft, auch unsere Coins natürlich, da können sie genau zurückverfolgen, wer wie viele Coins natürlich verkauft hat. Und wie die Bestände sind, die werden schon den richtigen Zeitpunkt dann finden. Kufox, wo liegt Teneriffa? Ganz nah an der afrikanischen Küste, gehört aber immer noch zu Spanien. XRP Heiko, Argument gegen XRP. Aktuell befinden sich rund 52 Milliarden XRP Coins im Umlauf. Nimmt man nun den kleinen Wert von 3.500 US-Dollar pro Coin, würde dies eine Marktkapitalisierung von 182 Billionen US-Dollar entsprechen. Zum Vergleich, die Marktkapitalisierung aller Kryptos inklusive Bitcoin, Ethereum beträgt gerade einmal 1,1 Billionen US-Dollar. Da hast du recht, wenn wir nach Pump gehen. Deswegen sage ich ja, einen hohen Kurs, einen dreistelligen Kurs bei XRP ist unmöglich mit Pump. Kam von einem Kollegen. Ja. Das ist auch das Hauptargument von den Leuten, weil wegen der Marktkapitalisierung. Die haben es immer noch nicht begriffen, wie ODL zum Beispiel funktioniert. Würden sie es verstehen, würden sie sagen, oh Kacke, scheiß auf die Marktkapitalisierung. Softso, darf ich noch fragen, was du eventuell falsch gemacht hast und dass uns das allen nicht passiert? Ich habe meine Coins alle auf eine Börse geschickt. Tony Shark, abonniert mit Prime. Dankeschön. Ah, jetzt hast du das nun. Das Symbol wurde mir einfach angezeigt. Ah. Holiday Diver, eine extra Portion sonnige Grüße für dich aus Mexiko, für deinen Verlust. Ich weiß, wie du dich fühlst. Hab ungefähr die gleiche Summe bei JF verloren. Aber das Leben geht einfach weiter. Kopf hoch und nach vorne schauen. Dir viel Kraft. Ja, JF, da ist auch noch so ein Ding, da bin ich ja auch bei, ne? Schauen wir mal. Olli, am 20. Oktober geht's los, meinst du? Warum ausgerechnet an diesem Datum, Marcello? Weil da ein kleines Unternehmen in Japan seine Server umgestellt hat. Auch wenn einer jetzt Überstunden machen muss, weil er sonst vielleicht nicht hinkriegt, das ist mir egal. 20. Oktober, Stichtag. Und natürlich in der Bankwelt wird im Oktober einiges passieren. Auch noch mehr Integration von ISO wird vorgenommen. Dreimal ist die Marktkapitalisierungsargumentation. Ja, ist immer das gleiche Argument. Ne? Deswegen rede ich mit solchen Leuten, wenn sie schon mit Marktkapitalisierung anfangen. Da denke ich mir, okay, du hast keine Ahnung vom System und laberst das, was die Bitcoin-Maxis schon vor 6 Jahren versucht haben, mir vorzusabbeln. Uka, it can't be dirt cheap, Aussage Davids und Brad hatte auch die Tage gesagt, berechnet den zukünftigen Preis nicht nach Market Cap. Der Preis wird sich durch die Anwendung bilden. Genau. Und das ist so der nächste Faktor, den wir ja wirklich haben in der Kryptowelt. Ne? Die Systeme, die wirklich auch in Verwendung kommen, danach wird der Preis gehen. Der wird nicht mehr durch Dump and Pump entschieden. XRP Heiko, Bitcoin Maxi sind bestimmt FDP-Wähler. Die drehen ihre Fähnlein auch immer mit dem Wind. Das weiß ich nicht.
Ich möchte mich dazu auch nicht äußern, weil politisch, man muss sowieso aufpassen, wenn man über die Politik in Deutschland redet, ne? Es könnte ganz böse enden, auch für euch. Ihr müsst nämlich aufpassen, was ihr hier schreibt, falls ihr das neue Gesetz noch nicht kennt, was in Kraft getreten ist. Du darfst gegen die Regierung und gegen die Politiker nichts mehr Negatives äußern. Deswegen, das müssen wir jetzt immer nett umschreiben, wenn wir sowas machen wollen zwischendurch. Chico, abonniert mit Prime. Dankeschön. Anton XRP, welchen verlorenen Gegenprojekt willst du zuerst kaufen und warum? Also ich habe zuerst Vera City gekauft, weil ich da Riesenpotenzial sehe. Ich glaube zwar nicht an einen Dollar, aber ich denke schon, dass so 30 bis 50 Cent drin sein können. Dann habe ich noch Alchemy Pay wieder gekauft, weil ich denke, wie Single Bear, das Ding könnte wirklich auf einen Dollar gehen. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Und dann habe ich Holochain mir noch geholt, weil ich denke, okay, den letzten Bullenmarkt hat er mir gut einen Profit gemacht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er so auf 10 Cent geht. Die habe ich mir jetzt erstmal wieder geholt. Uka, die künftigen Projekte muss ja auch einen gewissen Wert transportieren. Du kannst ja nicht vorne 1 Million reinstecken, transportierst es über die Brücke mit 100 Dollar. Wie soll denn hinten wieder 1 Million rauskommen? Richtig. Christopher Crypto, es versteht ja auch immer keiner, dass die ganzen Coins nicht gebackt sind. Ich brauche nur einen neuen Coin rausbringen. 1 Milliarde Stück. Muss nur einen verkaufen zu einem Dollar. Und schon habe ich bei CoinMarketCap eine Market Cap von 1 Milliarde. Geil, ne? Johannes, ich freue mich so sehr auf Teneriffa und auf euch alle zu treffen. Das wird sich mega, wenn man nicht mehr mit immer auf das Geld schauen muss und einfach nur genießen darf. Ja, Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Bin unterwegs. Geburtstag von einem Freund. Darum, ciao und viel Spaß. Grüß dich, Remo, und ich wünsche dir viel Spaß. Sitzt SBI nicht in Japan? Ja, der Finanzgigant sitzt in Japan, richtig. Kufox, denkst du, 20. Oktober passiert was mit XRP? Nee, noch nicht, aber ich schätze mal so die erste Novemberwoche. Johannes, Marktkapitalisierungsargumentation. Ich liebe die deutschen komischen ellenlangen Wörter, vor allem die auf den Ämter, wo nicht mal die, die es lesen, wissen, was es bedeutet. Aber klingt doch gut. So wie in der Kryptowelt. Sprichst du nur die Fachsimpeleien, ne? Denken alle, du bist der King. Ist ganz normal. Aries, so viel zur Meinungsfreiheit. Was soll ich sagen? Ich muss aufpassen mittlerweile, ne? Vor ein paar Monaten war es noch in Ordnung, aber jetzt muss ich echt aufpassen. Ich habe mir das Gesetz mal durchgelesen. Sehr schick. Chico, gerne doch, Dankeschön. UK, also nicht mehr gegen die Dame, die 100.000, 1 Million von Kilometern fliegen oder versucht zu fließen. Dass die dumm wie. Ach, schade. Ja, ne, besonders auch nicht gegen Leute, die schnell was vergessen, obwohl, ja, merkwürdig. Aber okay, ist halt so. Was willst du machen? Es wird immer schlimmer. Was soll man denn sonst über die in Berlin sagen? Wir sollen doch nicht lügen. Nee, du darfst die nicht als Vorbild nehmen, das ist richtig. Da fällt mir leider nichts anderes zu ein. Ich denke, ihr könnt es euch denken, was ich darüber ablassen würde. Heute diplomatisch. Nicht, dass der Stream auch gelöscht werden muss. Ja, nicht nur das, du könntest auch selber Probleme kriegen, ne? Das ist das Ding. Da müssen wir jetzt wirklich sehr diplomatisch, wie du schon geschrieben hast, heute diplomatisch, sehr diplomatisch vorgehen. Chris for Crypto, Marcello, mein Guter, ich wünsche dir viel Kraft für die nächsten Tage, um über deinen kleinen Rückschlag hinwegzukommen. Es werden dir hoffentlich noch einige mit kleinen Hilfen unter die Arme greifen. Auch wenn es nicht alles ersetzen kann, weißt du wenigstens, dass du nicht alleine durch die Krise bist. Dankeschön. Kufox, noch 3 Monate also. Dann erstmal Twitch etc. löschen und nach 3 Monaten wiederkommen. Können wir machen. Aber ich glaube, dann kommen welche hier nach Bremen und hauen mich. Chris für Krypto, was die Beobachtung uns schon. Ich liebe unsere liebevollen Regierungen.
Nicht nur die, alter Schwede, wenn du wüsstest, auch andere Influencer beobachten diesen Kanal. Weiß ich durch einen Bekannten, der ist ja in einigen Telegram-Gruppen drinne von seinen Influencern und der hat mir auch schon gesagt, du, einige große YouTuber beobachten dich schon und ja, wenn sie mich beobachten wollen, viel Spaß, wenn sie meine Hackfresse gerne sehen wollen und wenn sie ein Problem haben, können gerne zu mir kommen. Creep, ich wandere übernächste Woche in die Schweiz aus, weil ich es hier nicht mehr aushalte. Kann ich gut verstehen, aber dazu braucht man eben Geld, nicht? Danger Noodle, darf ich rein theoretisch über Politiker sagen, dass sie überqualifiziert, aber substanziell inkompetent handeln? Nee, das ist eigentlich erst gut. Es kommt drauf an, wenn du natürlich weltweit die betitelst, ja, wenn du die in einem Land betitelst, wo der Anfangsbuchstabe vielleicht D ist, ist es schon wieder sehr fraglich. 72 ist einfach gut. Etwas gegen Politiker sagen, gilt das auch für Schweizer. Sonst dürfte ich hier ja loslegen. Das weiß ich nicht. Wenn du über deine Politiker meckerst, absolut darfst du. Ich wüsste nicht, ob es für euch so ein Gesetz gibt. Aber du müsstest immer sagen, hier bei uns in der Schweiz die Politiker, ne? Arias, glaube ich dir gleich, Creep. Chris for Crypto, bis die Tage, mein Guter. Ich muss los. Halt die Ohren steif. Creep, vor 8 Monaten eine Tochter bekommen. War der letzte Anschubser vor. Hatten wir es schon lange. Geil. Glückwunsch noch übrigens zu deiner Tochter. Chris for Crypto. See you in die Runde und viel Spaß noch. Ja, ich muss jetzt auch los, ne? Es ist schon 46. Daniel Null, darf ich öffentlich Annalena fragen, ob OnlyFans nichts besseres Karriereaussichten mit sich bringen würde? Müsstest du Annalena mal fragen? Ich glaube, dann hast du viel Freude. Tu das mal. Sag mir aber Bescheid, dann mache ich ein Video von. Das muss ich mir dann angucken, falls sie das überhaupt versteht. Johannes, danke MC und gute Nacht euch allen. Lieb, danke, alles Gute für euch und danke MC, bis morgen. Ach ja, morgen auch wieder 20.20 Uhr bin ich wieder live. Ich brauche vorher eine VPN, die wird dir auch nichts bringen. Vertrau mir, das ist auch eher mehr Schein als Sein. Qualmis, wo musst hin MC? Mit Emko was essen? Der fehlt ja heute. Nee, mit Emko nicht, ich muss das noch eben fertig machen, auf YouTube hochladen, dann gehe ich auch ins Bett. Morgen ruft die Arbeit ja wieder. Ne? Und von daher sage ich auf Wiedersehen.